So, da wären wir wieder. Auch wenn die Versuchung jetzt recht groß ist, die Frau da hinten zu entsteinern, will ich trotzdem vorher noch hier hingehen, da hingehen und gucken, was für andere Wege es gibt. Weil ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, dass ich jedes Gebiet durchgucken will, bevor ich in das nächste gehe. Aber gerade das Gebiet ist da nicht so schön. Also das hier, das ist einfach nur garstig. Aber, upp. Ja, genau wegen euch auch. Und das danach kommende ist auch nicht so schön. Und hier ist es ganz schön dunkel. Soll man die Fackel holen. Oh, und was mir gerade aufgefallen ist, die waren alle One-Hits. Vorher waren die One-Hit unter noch ein bisschen. Was so ein paar Punkte Int und Zauberstab sich mal aufstufen ausmachen können. Hm? So, da ist eine Nebelwand. Da waren wir also noch nicht. Ich glaube, hier sind wir runter, oder? Ja, das ist das Problem. Also wir sind einmal runtergegangen. Aber es gibt doch so viele Leitern, die führen bestimmt alle in irgendwelche anderen richtigen, anderen Gebiete. Ich sehe da hinten aber noch Loot funkeln. Da. Falls man das sehen kann. Rechts von Dalana. Oh. Hast du gerade dreimal daneben gestochen? Das ist nicht sehr professionell. Also da ging es runter. Hier ging es runter. Ich gucke aber erstmal zur Nebelwand. Da. Es wäre schick, wenn da noch ein Boss wäre. Weil wir haben keinen Boss für dieses Gebiet hier bisher gefunden. Wir haben nur... Da hinten ist noch eine Nebelwand. Du Kacke. Wir haben nur ein anderes Gebiet gefunden. Und im anderen Gebiet haben wir dann Nito gefunden. Oder das, was von ihm übrig ist. Oh, hallo Hund. Au, mir fällt gerade auf, die Typen waren kein One-Hit, weil wir so super mächtig toll sind, sondern wir haben einfach große Seelenpfeile gehabt. Keine kleinen. Ja, okay, dann ist auch kein Wunder, dass es One-Hits waren. Au. Anzünden. Pilz. Krabbelnde Pilz-Insekten-Dinger. Das ist ja komisch. Wir sind schön langsam. Langsam ist immer gut bei Zaubern. Also, wenn die Gegner langsam sind. So. Poison Moss. Und ein riesiges... Ding, das ist hier gar keine Nebelwand. Das ist ein Vieh. Ein Vieh, das nichts macht. Okay. Haben die Stimmen aus den anderen Dimensionen da was zu sagen? Also ich als Spieler sag schon mal, dass wir das Ding umgebracht haben und es ist nichts passiert. Aber unsere anderen Kameraden hier aus den Paralleldimensionen im Spiel haben keine Nachrichten hinterlassen. Das ist komisch. Sie haben Blutflecken hinterlassen. Woran bist du gestorben? Du bist bestimmt irgendwo runtergefallen. Jo. Du bist bestimmt auch irgendwo runtergefallen. Wahrscheinlich an genau derselben Stelle. Jo. Okay, ich sollte da nicht runterfallen, sonst... ja. Du. Wir könnten dich jetzt töten. Du machst auch nichts Schlimmes. Also das Nebelzeug ist hier nicht irgendwie giftig. Oh, woran bist du gestorben? Du hast gegen irgendwas hier gekämpft und bist dann... Was könnte das gewesen sein? Das könnte der Hund gewesen sein. Ja, okay. Vielleicht ist er ja vom Hund weggelaufen, hier rein, kam dann hier nicht weiter und wurde totgebissen vom Hund. Ich versuche gerade rauszufinden, ob irgendwas getriggert werden kann, dadurch, dass man das Viech hier killt. Oh, eine Nachricht. Oddball ahead. Ja, der ist komisch, das ist richtig. Ich glaube, wir töten das Ding einfach mal. Oh, wir können hier... Du müsst hier alles treffen. Oh, nochmal...
Bisschen Abstand halten, wenn er gleich stirbt. Busch. Gib 200, 300 Seelen. Und ein Gift. Das war's. Lügner. Ja. Also hier stand wahrscheinlich vorher eine Nachricht, dass hier eine Geheimwand ist. Ist aber nicht. Ja, jetzt ist das Ding tot und wir haben keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Sehr komische Sache. Aber schade. Friend ahead. Oh. Mist. Okay. Wenn wir das Gebiet hier später irgendwann mal verstärken sollten oder im New Game Plus hierher kommen, sollten wir das Ding nicht töten. Ich wäre fast runtergefallen. Sollten wir das Ding nicht töten, sondern vielleicht den... Ja, jetzt fällt es mir ein. Super. Den Ring kaufen, mit dem man hören kann, was Gegner sagen oder denken. Okay, jetzt gucken wir uns hier unten nochmal um. Was steht hier? Hier. Ja. Da ist Loot. Kommen wir zum Loot. Da nicht. Da geht's wieder hoch. Kann ich da einfach hinspringen? Nee. Warte mal. Hoch. Das ist bestimmt nur irgendein Verbrauchsgut, das ich eigentlich gar nicht brauche. Da hinten, die Leiter müsste das sein. Genau die hier. Oh, hier ist nochmal Loot. Dung. Drei Stück. Yay. Hier. Hurra für Dunkel. Push. Push. Hoffentlich was Besseres als Dung. Rotten Pine Resin. Das ist um die Waffen... den Waffen einen bestimmten Damage-Typ zu geben. Also auch für uns eigentlich ziemlich uninteressant. Und sonst sehe ich eigentlich nur Leute, die nach oben gehen zu dem Hauptraum. Wo wir ja auch schon waren. Oder weiter runter. Oh, da ist eine Kiste. Oder weiter runter, wo wir halt in das Giftgebiet kommen. Ich sehe aber nirgendwo eine richtige Nebelwand, wo noch ein Boss sein könnte. Great Club. Oh, zeig mal. Designed to smash foes. Gut. Er ist auch geklärt. Runter. Ja, ja, ja. Ja, das ist immer noch keine One-Hits. Das ist doch doof. Vor allem ist sie jetzt noch fitzliger weniger als vorher. Nein, nicht töten. Lass mich leben, lass mich leben. Trink. Schneller. Weg, weg. Kaputt. Mann, 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 Mann. Bei so vielen Gegnern kommt man richtig ins Schwitzen. Achso, Tri-Range Battle, ja. Da geht's halt runter in das andere Gebiet, da wollen wir aber gar nicht hin. Das heißt, wir haben hier in diesem Holzkonstrukt Leiter, Dunkelheit, Bluthunde, Zombie-Gebiet, haben wir noch eine Ecke, glaube ich, wo es weitergehen könnte. Und zwar da, wo die Tür war. Für die wir allerdings noch keinen Schlüssel gefunden haben. Also wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen. Das heißt, wir teleportieren uns nach Hause und gehen jetzt zu der entsteinerten Frau. Oder zu der bald entsteinerten Frau. Oder war hier noch irgendwo irgendwas? Da unten war die Schwärze. Naja. Jedes Mal, echt. Da hinten waren wir schon. Kaputt, kaputt, kaputt. Nö,
Hier geht es nur überall runter. Da hinten geht es zurück zum Dingens. Und hier war das komische... Ah, Hund. Hier war das komische Vieh. Nö, gut. Okay, zurück zum Leuchtfeuer. Raus, 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 raus. Ab nach Majula und weg. Rested Bonfire Travel. Majula, jo. Bevor uns irgendwas piekst, bitte. Danke. So. Jetzt zu der Frau. Vielleicht vorher menschlich werden. Ja, warum nicht? Wir haben noch 12 Stück davon. Swoosh. Face sie dann etwas gesprächiger. 6800 Seelen. Vielleicht ein bisschen ausgeben vorher. Wer weiß, was da kommt. Kaufen. Davon haben wir 15. Ja, kauf mal 5 davon. Kauf mal 3 Effigies. Thank you. So. Kindlich. Einfach nur damit, falls wir sterben, das nicht verloren ist. Und damit sie ein bisschen Profit macht, um eventuell neue Sachen im Inventar zu haben. So, wo war jetzt... Warte mal, das ist Newbie-Startgebiet, richtig? Ja, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Lauf, 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 lauf. Nee. Es war schon richtig, okay. Ich verwechsel das irgendwie immer. Das sieht nämlich so aus, als wenn es der Durchgang wäre zu dem Baumgebiet, wo man das Tutorial macht. Okay, rein da. Genau das ist es nicht, das Tutorial-Gebiet. Sehr gut. Sondern hier. Das ist schon eine Weile her, dass wir hier waren. Er sitzt aber immer noch da, wie der Zwiebeltyp. Genau. Ganz viele Blutspuren. Hallo? Oh, da ist ein Viech drin. Boing. Sonst nix. Ich mache hier mal alles kaputt. Nicht, dass die mir nachher in den Rücken fallen. Wenn ich die Frau entsteine. Kommst du mal raus, da? Das ist eine sehr interessante Art von Gegner. Nicht, nein. Nee. Ich wollte hier looten. Lifegem. Lloyds Talisman, das war für PvP. So, und du? Dich für was? Haha, da oben sind auch noch Türen. Ja, ich nehme mal den starken Pfeil. Busch. So, da oben ist nichts passiert. Ist okay, können wir dir sprechen. Thank you. Thank you. Bitte, bitte. Wir wollten eigentlich nur in den Schalter. Sehr sexy. Oh, a moment, please. Oh. Okay, geben wir mal einen Moment. Gucken wir, ob jetzt uns irgendwas anspringt. Nee. Wahrscheinlich erst, wenn wir das Ding da drücken, huh? I'm fine. I think. Oh. No, no, no. I'm fine. Really, I am. Aha. My name is Rosabeth. Thank you so much for rescuing me.